Hallo und herzlich willkommen zu einem dritten Tutorial-Teil von Erste Schritte in Minecraft mit Lucrezia. Da ist er. Hallo zusammen. Ja, und sie hat Lunte gerochen. Das heißt, sie will nochmal aufnehmen. Hallo. Und jetzt sollten wir auch Hunger bekommen. Ich hoffe es mal. Ah ja, richtig. Eben habe ich schon gesehen, die Hähnchenschenkel sind gesprungen. Hast du schon Hunger? Ja, da hat sich mal was bewegt, aber ist noch alles voll. Gut. Es sollte jetzt auch noch Tag sein, ungefähr. Mal rausgucken. Ja, es hat ein Skelett, zwei Skelette. Oh Gott. In die Schlacht. Hier, ich kämpfe. Ja, es sind Monster da. Aua, aua, aua. Aua, es ist tot. Aua. Und wo ist das andere Skelett? Ach, da. Du musst jetzt immer irgendwie mit diesem Balken ein bisschen gucken. Das ist jetzt bei der 1.9.8 neu. Da muss man gucken, dass man optimal schlägt. Und wenn du jetzt Hunger hast, dann isst gleich was, damit du heilen kannst. Weil du heilst nur, wenn du voll satt bist. Ich bin aber nicht verletzt. Ach du, dann war ich alleine verletzt. Okay. Aber ich habe jetzt eine halbe Keule mit. Was hast du? So eine halbe Hähnchenkeule leer. Ja, wie sehe ich denn aus? Habe ich gar keine Pfeile in mir stecken? Skandal. Da ist noch ein Pfeil. Kann ich den aufsammeln? Nee, der steckt nur so da drin. Okay. Ja, ich bringe mal gerade die Knochen weg. Also Knochen sind gut, da kann man Knochenmehl draus machen. Und Pfeile stecke ich auch hier in die Kiste rein. Oh, das ist ja richtig viel zu essen. Dann nehme ich mir doch jetzt mal vier Hähnchen mit. Ja, ich habe gekocht mit drin. Oh, cool. Sehr, sehr cool. Leute, lasst mich kurz noch mal eins gucken. Ich bin jetzt unsicher. Moment. Oh, ist das ein Traum? Ein Traum. Ich musste eben mal schnell gucken, ob jetzt die Aufnahme auch wirklich läuft. Weil ich so ein bisschen verunsichert bin nach meinem Debakel in der letzten Runde. Das hat mich so ein bisschen, ja, da musste ich ja nachvertonen. Ihr habt es ja gesehen. Hase haben wir heute übrigens nicht dabei. Dafür eben im Gegenzug gibt es heute mal mit Cam. Falls es irgendwen interessiert, diesen Real-Life-Kumpel da zu sehen. Den einen oder anderen soll das ja interessieren, habe ich gerüchteweise gehört. Ich bin so ein bisschen außerhalb vom Rand, also am Rand vom Bild, weil mein Monitor schräg steht und ich ihn auch gerade nicht gerade stellen will. Ich bin in eine Höhle reingekommen. Wo bist du? Ich bin in eine Höhle reingefallen. Ich bin da rausgekommen. Jetzt will ich mal was hin. Du bist in eine Höhle reingefallen? Wie kann ich das essen? Was willst du essen? Ein Hähnchen. Du nimmst es in die Hand und drückst rechts, glaube ich. Wenn du es in der Hand hast, wird es dein Futter. Ja, danke. Ja, das funktioniert. Oh, hier ist irgendwo ein Zombie, aber der kommt durch die Lava nicht durch. Okay. Aber ich bin auch in eine Höhle rein. Ich dachte, da bist du vielleicht drin, aber das war nicht die Höhle, in die du rein bist. Ich habe hier unsere Werkbank gefunden. Ach, du bist in unserem Spawn, ne? Ja. Da, wo wir also von dem Baum geklettert sind. Ja. Nehme ich die Werkbank mit? Du kannst auch stehen lassen, theoretisch. Wir brauchen sie nicht unbedingt. Wir haben ja eine. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der war, der Spawn. Deshalb finde ich dich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Also hier, das kommt mir schon bekannt vor. Dann müsste das doch hier. Dann müsstest du doch irgendwo da hinten. Dann müsstest du doch... Ja, hab ich gefunden. Oh, ich pflück mal schnell Blümchen. So. Du kannst das natürlich auch mitnehmen, die Werkbank, wie du magst. Ich habe eine Axt, dann geht's schneller abbauen. Oh, ich habe einen Huhn gefunden. Ich geh mal das Huhn jagen. Übrigens mit Steuerung gleichzeitig drücken mit WASD kannst du übrigens rennen. Mhm. Wenn du Steuerung drückst, dann rennst du. Dann verbrauchst du aber auch mehr Essen. Oh, ein Creeper, Alarm, 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 Alarm. Bleib weg, geh weg. Er hat mich getriggert, du kannst ihn töten. Solange er mich getriggert hat, geh weg. Oh. Hui. Huh. Warum schreist du so? Creeper machen mir fürchterlich Angst. Ich habe jetzt einen neuen Level erreicht, würde ich sagen. Okay, cool. Wir müssen da irgendwie wieder über den Berg rüber, dass wir nach Hause kommen. Glaube ich. Ja, da ist irgendwo so da hinten ist es. Ich setze hier mal so eine Wegfackel hin. Und dann sitze ich hier vorne noch irgendwie mit dem Baum. Ist ja ein bisschen suboptimal. Ein Schaf. Hast du ein Schaf gefunden? Ich hab's getötet. Ja, hast du die Wolle? Ja. Vielleicht haben wir genug für Betten, für alle. Das wäre cool. Ich fäll mal meinen Baum, den ich hier gepflanzt habe, gerade schnell elegant weg.
Den habe ich ja nur zum Fällen gepflanzt. Vielleicht gibt er mir auch noch ein paar Setzlinge gleich. Hm. Wäre ja nicht schlecht. So, das da finde ich hässlich. Da muss der Terraforming Monk schon wieder ran. Oha. Tagsüber sind die friedlich, ne? Die greifen nur. Also tagsüber, wenn du eine Spinne tagsüber nicht angreifst, tut sie dir nichts. Was? Ist schon tot. Ah ja, wenn du sie angreifst, dann tut sie dir auch tagsüber was. Ansonsten sind Spinnen tagsüber friedlich. Das ist das Schöne an Spinnen. So, 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 so. Der Terraforming Monk. Schon wieder dabei, alles umzubauen. Aber der Baum da oben, den finde ich aber auch hässlich. Ich mal hoch. Du bist hässlich, kleiner Baum, du musst weg. Ist das eigentlich Baumrassismus? Wahrscheinlich. Hm? Wahrscheinlich. Ja? Ja, gut. Eigentlich bin ich das ja nicht, aber in dem Falle glaube ich, Baumrassismus ist in Minecraft allemal erlaubt. So. Der Baum hat aber garantiert irgendwelche rassistischen Äußerungen vorher vom Stapel gelassen und in dem Falle ist es ja kein Rassismus mehr. Es war ein rassistischer Baum. Ich glaube, hier zwar bei lauter Stacheln rum, aber irgendwie da das Unterhöhle ist nicht. Hier ist unser Eingang, ja. Die Tintenfische sind alle gekillt. Wie bitte? Die Tintenfische haben schon alle gekillt. Ja, die spawnen eventuell auch wieder. Da müssen wir mal gucken, das kann passieren. Dass die wiederkommen, die Tintenfischis. So, so, so. Ja, ja, der Monk, ne? Ihr kennt ihn ja. Ihr kennt und liebt ihn. Oder auch nicht. Also kennen tut ihr ihn auf alle Fälle, lieben weiß ich nicht. So. Ich suche schon wieder so viel, ne? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Es tut mir so leid. Da hat irgendwas gekrummelt. Ich gehe wieder raus aus der Höhle, wo die Fackeln. Das wird wahrscheinlich, wenn da was krummelt, wird es ein Zombie gewesen sein. Oh Gott. Zombies krummeln nämlich. Es wird übrigens Abend, ne? Falls du Vorliebe entwickelst für nach Hause kommen, dann ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Huch! Was schubst du mich beim Verschönern? Entschuldigung. Hab mich erschreckt, wie noch was. Ich bin es nicht gewöhnt mit dem Schubsen. Das ist relativ neu, dass man in Minecraft schubsen kann. Das ist erst seit der 1.9 so. Der 1.9.2. Davor konnte man durcheinander durchgehen. Also, durcheinander durchgehen, das hört sich auch geil an. Konnte man durchgehen beim anderen. Einfach so, schlüpf. Warte mal, ich wollte eigentlich, wie gehen denn nochmal Half-Slaps? Na, das ist kein Half-Slap, dann waren das Half-Slaps, ne? 6 Stück, reichen die mir? Ich weiß es nicht. Na, wir machen 12. So, dann gib mir mal bitte, genau. Das ist ja jetzt nicht die traumhaft schöne Lösung. Das finde ich sogar schrecklich. Also tun wir das, was ich gerade machte, wieder weg. Das wäre ja sonst die Lösung des Grauens. Die will ja keiner. Denkst du dran, dass Abend wird? Ich gehe nicht so weit weg. Ich gehe nicht so weit weg. Okay. So ein bisschen gucken. Ja. Gut. Mutig ist jedenfalls schon mal. Ganz schnell geworden. Hab das wieder. Es tut mir so leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht wirklich leid. Es geht so mit dem Leidtun. Es könnte mir leider tun. Sagt man das so? Oh, meine Fackel. Danke. So. Da haben wir es schon wieder. Es tut mir kein Meter leid. Es ist einfach da. Ihr müsst damit leben. Ich muss damit leben. Es ist halt einfach so. Ersot. Das ist ein Moderationssyndrom. Hm. So, jetzt guck mal hier. Mal abgesehen davon, dass es schon wieder ein Star war, ich werde es mir abgewöhnen. Ich werde mir alle Mühe geben, es mir abzugewöhnen. Ich verspreche es. Ein bisschen. Okay? Danke. Was mache ich denn mit einem Spinnenauge?
Das braucht man für Tränke. Das ist im Moment noch nicht so ein akutes Problem. Wir haben übrigens keine Kohle mehr. Ja, man kann auch Holzkohle herstellen. Dazu muss man Baumstämme verbrennen. Das kann ich gleich mal machen. Außerdem kann man noch Holzschwerter, die wir noch verbrennen können, glaube ich. Ja, hier sind zwei Holzschwerter, die werde ich nutzen, um Holzkohle zu machen. Ich habe auch noch zwei. Und ein Stöckchen. Noch vier Schwerter. So, ich verbrenne mal gerade die Holzschwerter. Ne, geht immer nur eins. Das ist doof. Dann machen wir jetzt uns einfach Holzkohle. Das geht auch. Erstmal. Die wächst nach. Der Groschi schwört da drauf. Der Groschi ist ein Steinkohleverächter. So. Oh, ich könnte mal was essen. Ich habe Hunger. Entschuldige bitte meine Essmanieren. Die sind nicht so ganz ohne. So. Wir haben ein erwachsenes Huhn. Wenn wir jetzt noch ein zweites kriegen, können wir eine Zucht beginnen. Ja. Ja, ja. Nicht töten, ne? Ja. Und nicht freilassen. Das ist der patentierte Hühnerstall von Hase. Hallo? Hallo? Das sieht komisch aus. Hier habe ich mich... Wer hat denn das gebaut? War ich das? Ich schäme mich. Was? Ach, ich glaube, ich verbaut. Nee, ich habe da auch irgendwas gemacht. Okay, das erklärt es mir, weil das ist so auf der Stufe nochmal Blöcke, das sah irgendwie gerade... Was mache ich denn mit einem Spinnenauge? Tu es in die Kiste. Wie gesagt, mit diesen Tränken. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Trank gemacht. Tintenbeutel? Auch in die Kiste. Paten? In die Kiste. Da kann man übrigens dann zum Beispiel Bögen mitbauen. Da habe ich noch ein Holzschwert, das ich verbrennen kann. So. Essen übrigens auch noch in der Kiste. Ja, Schwarzpulver habe ich. Ja, das ist vom Creeper. Das Diorit. Kann auch in die Kiste. Diorit ist schon in der Kiste. Kannst du einfach dazu packen. Wo hat denn Hase? Hat Hase jetzt die anderen Wolle? Ach, jetzt hat die andere Wolle auf der Tasche, ne? Ach nee, was hier ist noch eine. Wo soll ich sie hinmachen? Wen denn? Wolle. Wir machen jetzt erstmal zwei Betten. Wir sind ja zwei. Da reichen ja zwei Betten. Ach, scheiße, schade. Es reicht ja nur. Wir haben nur für ein Bett. Ich brauche deine Wolle. Hast du Wolle? Ja. Ich hab sie gerade in die Werkbank geschmissen. In die Werkbank geschmissen? Ach so, ich muss wieder raus. Einen Moment bitte. Schmeiß sie zu mir. Oder pack sie in die Kiste, wenn du das lieber willst. Ist mir egal. Ja, so geht's auch. Du hast gesagt, ich soll dich die Wolle hinschmeißen. Ja, einfach mit Kuh hinwerfen. Ach so. Ja, jetzt nochmal bitte. Mit Kuh. Du hast nur eine Wolle gekriegt von dem Schaf. Ja. Ja, super. Dann haben wir jetzt ein Bett. Das reicht noch nicht zum Haier machen. Aber ist doch nicht schlimm. Ein Bett ist doch besser als Backen. Ja, aber ein Bett nützt uns gar nichts, weil, weil ja zwar einer sich hinlegen könnte, aber der liegt halt da, aber der andere steht weiter rum die Nacht. Hallo? 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 Ist noch Nacht, ja? Ja, es ist noch Nacht. Hallo? Hallo? Oh, da ist das Ding. Schön, schön. Wo bist du? Ich bin hier draußen, ich suche ein Schaf. Oh, ich gehe mit dir suchen. Ah, ich wollte mich nicht zu weit wegwagen. Hier sind nicht Schafe. Es schien mir... Hier sind keine Schafe mehr, ne? Ich habe auch nur eins getroffen. Ja, ich habe noch gar keins getroffen. Ich habe hinten ein Schwein gesehen. Das Schwein ist auch immer noch oben auf dem Berg, okay. Hier ist kein Monster. Da oben auch nicht, gut. Ist hier vielleicht ein Monster? Oha, au, 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 au. Ja, jetzt hast du auch einen abgekriegt von diesem Mistkerl da. Wir könnten aber auch, wenn wir genug Fäden haben, können wir daraus auch nochmal eine Wolle machen. Achso, hab ich hier unten Schwert in der Hand. Aua. Oh. Oh, ist tot. Oh. Au, au. Ah. Ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Ich muss mal was essen. Dringend. Au. Trinken. Ah, Hilfe. Ich bin tot. Ach, es ist so. Ich auch, aber ich habe ihn fast gehabt. Jetzt bin ich hier mitten im Dunkeln im Wald. Jetzt habe ich auch mein ganzes Zeug verloren. Nee, da renne ich jetzt hin. Um wo die bist Sachen du zu... denn? Ich bin da gespawnt, wo der Spawn ist. Und dann bin ich direkt losgerannt. Wir müssen schnell zu unseren Waffen. Ja, ich habe keine Waffe, nichts.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auf dem Weg noch schnell einen Huhn verprügelt. Aber man sieht vom Punkt, wo man spawnt, relativ schnell eine Fackel. Und da kann man hinrennen und dann weiß man, wo man lang muss. Jetzt gehe ich jetzt gerade wieder zu den Viechern hin und schnapp mir mein Zeug und dann renne ich vor den Viechern weg. Ja, und was mit mir? Mit meinen Sachen? Ja, ich kann jetzt erstmal... Aua, 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 aua. Oh Gott, sind die tödlich Drei geworden. Stück. Oh, ich bin schon wieder tot. Sollen wir das wirklich probieren? Ja, was bleibt mir übrig? Jetzt bin ich irgendwie ohne Fackeln gespawnt. Scheiße. Wo muss ich hin? Wo ist denn das? Da ist die Fackel wieder. Ich habe sie gefunden. Ja, wir probieren das wirklich. Irgendwie, ja. Wir haben ja nichts Besseres. Du kannst ja auch was aus der Höhle schnell holen dir. Ja. Irgendwie ein Schwert. Aber wir haben ja eine verbrannte... Oh, da kommen die schon. Die Mistkerlen. Der eine Zombie trägt mein Schwert. Das finde ich irgendwie ein bisschen demütigend. Ah, meine Blumen. Ich habe meine Blumen kaputt gemacht. Oh. So, jetzt kann ich wieder mit... Ich habe keine Waffen mehr. Das ändere ich jetzt. So, 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 so. Warte, hier, liegt da. Sammel's auf, bevor ich's aufsammle. Hab ich. Warte mal, nee. Irgendwo, ich brauche was zu essen noch schnell. Ich habe schon wieder Hunger. Schaden. So, ich esse mal gerade hier das. Hier hast du auch noch zwei Stück. Wo hat der das Eisenschwert her? Der Lump. Das will ich haben. Na, jetzt schnell die Sachen retten gehen. Ich gehe Sachen retten. Ich komme mit. Beeilung, 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 Beeilung. Ich hüpfe darüber. Dum, 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 dum. Und da lang, dum. Oh je. Und schnell. Hier ist, was ist das? Ah, da leuchtet das ganze Zeug. Ich renne hier einfach lang und sammle es auf. Ich hoffe, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Wo bist du? Hier. Dann gehen wir schnell wieder nach Hause und sind glücklich, dass wir es überlebt haben. Und ich teile dann mit dir. Du einmal gestorben sind, ne? Ich bin zweimal gestorben. Hm? Ja. Nein, du bist zweimal gestorben, ne? Ich bin zweimal gestorben, ja. Dann habe ich ja nur eine Blume zerklöppelt. Habe ich die eigentlich noch dabei? Nee, die habe ich da verloren. Da oben, da oben, da oben! Wo, wo? Ah, da! Schon wieder eine Blume. Also die Blumen von der Haustür, die brauchst du ja nicht, ne? Also ich kann mit dem neuen Kampfsystem, komme ich ja so gar nicht klar, ne? Das ist echt noch ein Problem für mich. Da bin ich ja auch voll Noob. So, schnell rein da. Ha! Oh, zu Hause! So, jetzt erstmal aufteilen, was wir hier so alles haben. Wo bist denn? Außen. Hallo? Warum? Ich hab noch geguckt, ob noch einer kommt. Okay. Also, ich schmeiß jetzt hier Sachen durch die Gegend. Also hier ist ein Steinschwert, das könnte dir gehört haben. Ich hab verrottetes Fleisch. Du hattest, ja, das ist vom Zombie. Jetzt kannst du hier, achso, das wolltest du ja wahrscheinlich gar nicht. Was hattest du denn noch? Hier, die Werkbank war, glaube ich, dir. Hattest du Holz einstecken? Hier ist Holz. Hast du Holzschwerter in der Million dabei gehabt? Ja, die sollten ja in den Ofen. Ja, da sind sie wieder. Sammeln sie mal auf. Hast du Pilze? Deine Pilze. Du musst dein Zeug da auch aufsammeln, was an der Fackel liegt, ne? Ja. Ja, dann sammle ich es nämlich wieder auf. Das ist nämlich ein bisschen blöd. So, dann Fackeln. Hier die Hälfte von meinen. Nimm auch mal. Was hattest du noch? Hattest du eine Axt schon für Baumfällen? Weiß ich nicht. Nein. Jetzt hast du eine. Das war eine gebrauchte, aber egal. Hattest du eine Spitzhacke? Ja. Habe ich auch eine gebrauchte, aber stimmt, gut. Den Setzling, den kann ich draußen pflanzen. Rohes Hammelfleisch kommt in den Ofen. Rohes Hähnchen, vielleicht brauche ich auch nicht geben. Hier, das könnten deine Hühnchen sein, die du vielleicht auf der Tasche hattest. Weiß nicht, was du sonst noch hattest. So, draußen sieht's hell aus, kann es sein. Was ist denn da? Hoch? Im Kopf im Ofen. Wie süß. Naja, ich wollte halt noch Kohle machen. Nee, nicht da oben das Holzschwert reinstecken. Da wollte ich nämlich gerade ein Hähnchen hinlegen. Da muss oben dann schon Holzstamm rein, wenn du da was gebrutzeln, braten, grillen Kassen. Willst. Ja, klar. Ja. So. Ja, was mache ich denn dann mit dem ganzen Holzschwert dann? Die kommt unten rein, da wo jetzt die Holzkohle ist, wenn du die verbrennen willst. Also wenn du jetzt das rausnimmst und da unten muss ein Holzschwert rein.
statt der Holzkohle. Und dann kann ich hier zum Beispiel das Hammelfleisch auf einem Holzschwert braten. Guck. Siehst du? Mhm. Mhm. So, ich habe auch noch ein Holzschwert übrigens, falls du noch mehr Holzschwerte verbraten willst. So. Das ist mein Hähnchen eigentlich. So. Jetzt fehlt mir immer noch ein... Oh ja, okay. Dann packe ich es da rein. Der Knochen kommt da auch mit dazu. Die Birke kommt da wieder rein. Das nehme ich mir mal mit hier. Der Kies kann da rein. Die Erde kann da auch rein. Das eine Kohlestückchen hier, das kann auch erstmal hier rein, so stellvertretend. Stöckchen. Ach, weg damit. Holzschwert. Ach, Holzschwert. Kriegst du ja. Und noch ein Holzschwert. Oh. Ach nee, das ist gleich. Da ist ja noch eins. Blick vom Ofen. Wo willst du die haben? So, die Wolle lasse ich definitiv hier, wenn ich jetzt versuche, nochmal ein Schaf aufzutun auf die Schnelle. Ich will mal schnell ein Schaf jagen. Ach, komm mit. Okay. Lass mich doch nicht immer alleine in der Bude sitzen. Wie bitte? Lass mich doch nicht immer alleine in der Bude sitzen. Ja, stimmt. Also irgendwo über dem Berg da, den großen, glaube ich, der vor uns hier, diesen da, ist Hase gegangen, als die ein Schaf gefunden hat, oder? Habe ich ja was Weißes eben schon gesehen? Nee, ist eine Birke, okay. Ja, das sind viele Birke unterwegs. Hm? So, irgendwo hier vielleicht. Ja, da! Wo bist denn du jetzt hin? Ah, ein Babyzombie, diesen Fies. Und ich schlage ihn mit dem Fleisch. Warum nimmst du nicht das Schwert? Das muss ich erst umstellen. Ich habe das Gefühl, ich töte überhaupt nichts mehr, aber er ist tot. Babyzombies, die brennen übrigens auch nicht. So, Huhn habe ich getötet. Wo bist du? Hier, ich bin hier. Oh. Siehst du meinen Namen? Das ist so. Ich habe da hinten irgendwelche Bewegungen gesehen. Da ist ein Kühe. Ein Schaf, da ist ein Schaf. Das ist das fehlende Bett. Komm her, Bett. Bleib da. Ah. Yeah, ich kann ein Bett bauen gehen. Wenn du da Samen aufsammelst, sind die auch wichtig. Komm auf alle Fälle in die Kiste, dann können wir ein Getreidefeld anlegen. Ah, komm her, du Kuh. Ah, hab sie. Hektisch hier, ja. Ja, die Viecher werden hektisch, wenn man sie haut. So, zurück nach Hause, dass ich das Bett bauen kann, würde ich sagen. Dieser ganze Wald. Ich glaube, ich mache hier bald eine Brandrodung oder so. Oh, nun. Komm her. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Komm, schön, Chantioni. Fleisch eingesammelt. So, ich bin schon wieder Level 3. Aber nicht, dass ich im Moment eine Enchantment plane, also eine Verzauberung. Ich war eben schon, oder mindestens gestorben. Ja, man braucht ja inne zum Verzaubern. Das ist nicht so schlimm. So. Findest du den Weg nach Hause? Ich weiß nicht. Ich weiß nämlich weder, wo du bist, noch wo ich bin. Aber ich habe eine Fackel gefunden, was ich sehr schön finde, weil die Fackel ist schon mal ein Zeichen für den Rückweg. Ah.